Und in der Wüste, wir müssen uns tatsächlich auch mal aufschreiben, in der Wüste den Drachen da dieses Zeug geben. Weißt du, diese Solarezenz? Warum schlägst du eigentlich immer auf meine Dinger darauf? Keine Ahnung, wir haben das nach 4 Barren. Das ist. Was für Barren? Ach, die um Iridiumbarren. Kann man Iridiumbarren vervielfältigen? Ich frage für einen Freund. Ach ja, ich. Der müsste eigentlich doch alles verfehlen. Theoretisch. Ah, die können wir nur aus Iridium machen. Ja, aber ganz ehrlich, die Diamanten, für die Diamanten kriegen wir 700, 750. Das ist jetzt nicht, das weiß ich nicht. Von was kriegt man denn mehr außer von Diamanten? Frag von Freund. Batterie, wo hast du die hin? Die Batterie? Die habe ich in einem Rucksack. Warum brauchst du die? Eine brauche ich. Ja, warte, ich komme. In meiner Kiste sind die drinne. Ich will mal nach der Maki-Rolle gucken. Ja, doll ist noch nicht, was wir gelernt haben. Kartoffelpuffer, Schokotorte. Plumpudding. Da tatsächlich Batterien reingemacht. Nee, ich glaube nicht, Mickey. Ich glaube nicht, Mickey. Also 20 Maschinen für Diamanten und in 10 Streams Stadt, Sand, Umland einfach kaufen. Genau. Ich glaube nicht. Lachsbärenzeit. Im ganzen Land sind Büsche voller saftiger kleiner Beeren. Und du kannst sie einfach pflücken. Sie zu ernten ist ein großartiger Weg, um ein wenig Geld dazu zu verdienen. Das ist mir schon klar. Ich schätze mal, die sollte man vielleicht irgendwie einmachen oder sowas. Keine Ahnung, nicht. Hat Ich die lass mal Batterie nicht? wieder ein bisschen Zeit laufen. Ach, Manoe. Habe ich die Batterien jetzt nicht da reingetan? Doch. Nein. Dann sind die jetzt in der weißen, doch in der weißen Kiste. Oben in der weißen Kiste. Jemand wartet auf dich auf Ebene 100 in der Schädelhöhle. Bestimmt. 12 Uhr mittags pünktlich, letzter Tag der Saison. Sieh dir den Busch über dem Spielplatz an. Das haben wir schon, ne? Nee, haben wir noch nicht. Den Platz haben wir schon gefunden bei der Eisenbahn. Das Ding haben wir auch. Sonderbestellung der Kneipe haben wir auch. Ach, Dings soll. Aber Susi, ab sofort wirst du jetzt die Nachrichten alle lesen. Weil ich habe irgendwo gesehen, dass du auch die Nachrichten lesen sollst, ne? Da haben wir, habe ich ihn gestellt. Ab und zu kann man beim Guss, bei, also bei dem.
Ich komme da wirklich nicht ran. Willst du mich verarschen? Na toll. Das ist jetzt nicht denen sein Ernst, dass ich da nicht rankomme, oder? Die andere machen wir, wenn da fertig ist. Und die Stoffe sollen wir so verkaufen, oder was? Ey, das mit den 12 Uhr mittags, das haben wir noch nicht gemacht. Tatsächlich nicht, Daisy. Hat das Schwein schon mal Trüffel gelassen? Ja, ich gucke die ganze Zeit. Die Mayonnaise hast du mal verkauft, ne? Ja. Das Schwein lässt nämlich keine Trüffel, ey. Der ist schon ins Bett gegangen, das Schwein. Ja, ich sehe das schon. Kleine Mistgurke, die wird langsam auch faul hier, ne? Auch so ein Lauch. Ja, aber richtig, du. Gibt's doch gar nicht. Oh, ich habe heute nochmal schön für Heuballen gesorgt. Ja. Ja, ab und zu kann man ja mal was wegsensen. Das ist ja nicht so, dass, ne? Und so. Hier ist ja noch genug Gras, ne? Ja, aber hier ist ja noch genug Gras irgendwie. Das wächst ja auch noch, der ganze Kram. Hier ist auch noch Gras, ganz viel. Ja, was ist denn hier Rotes? Hä? Ach! Ein Hühnchen! Da hat sich ein Hühnchen im Gras versteckt. Mensch. Meine goldene Sicht. Was denn? Goldene. Deine goldene Sichel? Die hab ich. Andere. Deine goldene Sichel ist in deinem... in deiner Truhe. Ich sag's ja nur für einen Freund. Ja. Ach man, die Stoffe verkaufen, ne? Bei Emily nähen. Die kann man nicht verkaufen. Weißt du was, ich verkaufe die mal jetzt. Und den rostigen Sporn verkaufe ich auch. Und das Öl verkaufe ich auch, siehst du. Und die Kohle tue ich hier rein. Und dann wollen wir doch mal kicken, was der ganze Rotz so bringt, ne? Käse ist fertig und Mayonnaise ist fertig. Susi. Alles muss man hier selber machen. Diamanten verkaufe ich auch noch. Mach nicht zur Fülle weg. Schnuckelpurzelchen. Oh, noch mehr Stoff. Uhuhu. Hier gefällt mir das nicht mehr. Stellen wir das da hinten hin. Das passt schon so. So. Dann hole ich jetzt noch Wolle. Mal gucken, was das jetzt an Geld gibt, ne? Die letzte Wolle übrigens. Dann haben wir wieder nichts mehr für die Spinnenräder. Oh, jetzt ist auch noch die Mayonnaise fertig. Ja, die eingelegten Sachen sind jetzt auch noch fertig. Mensch! Sag mir noch, dass der Wein fertig wird, dann wäre ich jetzt ganz wimmelsinnig. Was machst du da? Achso, du bringst den Käse weg. So. Was machen wir denn da rein? Schön Rhabarber in die Erdbeeren, oder? In die Dings, oder was? Oder Gewürzbeere, oder Kaktus, oder Kokos. Kokosmarmelade. Glaub, ihr braucht 5 Stoff für die Mühle. Dein Ernst? Du hast jetzt nicht den Stoff verkauft.
Mehr kriege ich leider nicht raus. Mehr kriege ich nicht raus. Blumenkohl. Okay, machen wir Blumenkohl in die Marmelade. Klar, warum nicht? Zwei konnte ich retten. Nein, ich möchte keinen Blumenkohl essen. Wo hast du das Stoff her? Den habe ich gemacht. Von der Wolle, ne? Ja, und Wolle ist aber keine mehr da. Aber wir haben noch drei Stoff und zwei sind noch im Anmarsch. Alles gut. Tief durchatmen. Also unser Schaf macht definitiv zu wenig Wolle, ist dir klar, ne? Okay. Wollen wir pennen gehen? Dabei die Fische einzusperren. Ja, das ist gut. Also wir haben es heute nicht geschafft, das Entlein da auszu... Dingsen. Ah. Vermaledeite Katze. Tada. Dann doch liegt sie auf dem Teppich. Tada. Vermaledeite Katze. So. Ja. Ui. Oh, das Papier. Oder Stoff. Mhm. Oh. 940, naja. Trüffelöl. Trüffel. 1065, mhm. Das ist schon mal ganz gut. Mhm. Hast die Nacken eingelegt. Geht ja. Nicht so viel. Uiuiuiui. Ach, wir haben den Dino. Guck dir das an, Cat, die kriegt alles mit. Wir haben den Dino im Brutkasten. Und das Schattenei ist was? Jetzt erklär mir mal einer, was das Schattenei ist. Ach, Mann, oh. Halt die Klappe, du blöder Hahn, ey. Guten Morgen. Nee, jetzt brauchst du auch nicht guten Morgen sagen. Nee. Heute ist Dienstag, heute ist wieder Aerobic. Kannst du eh wieder nichts, kein Blumenkohl. Turnen. Das Schattenei ist ein schwarzes Ei mit roten Punkten. Ja, das weiß ich, aber. Aber. Das hat die Hexe da gelassen, als sie über den Hof geflogen ist. Und was macht dieses Ei? Frag von Freund. Ist der Blumenkohl schon erntebereit? Nee. Schade. So. Ach, das schwarze Huhn, das war das, genau. Das schwarze Huhn, das war das. Rotkohl! Njam, njam, njam! Ja, den brauchen wir, Liebelein. Oh, jetzt habe ich meine Kanne wieder weggeräumt. Ich habe leider keine Gießkanne. Du musst das machen. Kannst du dir holen? Ja. Ja, ich gehe mir das holen. Ja, ich bräuchte ja nur ins Gemeindehaus gehen, den Rotkohl wegbringen. Nein, ich muss meine Gießkanne holen. Ich muss hier Hofarbeit leisten. Natürlich. Dann gehst du zu den blöden Tieren. Melken, scheren, Eier sammeln, liebhaben, nicht vergessen. Susi ärgert mich, dass es passiert. Nein. Nein. Wir haben noch... ich habe gedacht, wir hätten das Dino-Ei gar nicht in den Brutkasten gelegt. Aber wir haben es doch im Brutkasten gelegt, denn im Kühlschrank ist ein Schattenei für ein schwarzes Huhn. Und das legt dann wahrscheinlich auch schwarze Eier, oder? Vermute ich mal so. Und dann können wir eine schwarze Hühnerzucht machen.
Oder? 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 Kaffee nicht vergessen. Kaffee ist wichtig. Ja, siehst du, da liegt neue Schatteneier. Voll geil. Das freut mich. Schattenmayonnaise. Und ich vermute mal, die Schattenmayonnaise gibt auch mehr Geld wie die normale oder die Entenmayonnaise. Ich vermute mal für einen Freund. Warum wachsen meine Bäume eigentlich hier nicht? Hattest du zu Anfang ganz toll erklärt, weil du die in Stein eingemacht hast. Ja, da sollten die ja rein. Das wurde ja so gesagt. Ach ja, nichts macht man richtig. Schwarze Mayonnaise hört sich nicht lecker an, das stimmt, da hast du recht. Das hört sich tatsächlich ein wenig nun ja an. Ich hoffe, Manu hat mitgeschrieben für den nächsten Stream. Da müsste jetzt stehen, Essenz in den Drachen legen, Prismascheibe für Schwert, erkämpfen für neue Prismascheibe. Dann müssen wir, was war denn das noch? Cornflakes mit Ketchup, na i. Ja, das ist ja großartig. Weg. Susi! Was denn? Also Cornflakes mit Ketchup, der andere hat ein Bündel. Oh, was passiert? Ach, deswegen kann ich mich nicht bewegen. Irgendwas Saatgut! Ist... Ich hab den Saatguterzeuger! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh, wie geil ist das denn bitte? So, dann brauchen wir immer noch Granatapfel und Hasenpfote. Wir brauchen immer noch drei Äpfel und wir brauchen noch diese Mark... Es ist nicht mehr viel. Marki-Rolle und Straußenfahren. Es ist echt nicht mehr viel, was wir brauchen. Dann haben wir hier das Gemeindehaus fertig. Oh, danke schön. Ja, ich freue mich immer sehr, wenn ich Erfolge feiere. Ich bin ganz doll traurig, wenn was passiert, wenn ich mich ärgere und so. Und ich feiere auch gerne, wenn da ein Erfolg ist. Das ist... Mir ist doch gut. Also, ich schaffe immer beide Höhen und Tiefen. Verstehe nur, Bahnhof von Kofferklauen. Also, liebe Manu... Tomateneis und Curryeis. Ew, das ist ja genauso schlimm wie Cornflakes mit Ketchup. Hallo, ihr Süßen. War Mama lieb zu euch? Ja, ne? War Mama lieb zu euch? Nee, war sie nicht. Guck mal, eine Kuh hat noch ein Herz gehabt. Du hast nicht alle geherzt. Guck mal, Trüffelschweinchen. Du hast auch keine Liebe gekriegt, ne? Mama, alles vergessen hier, ey. Das stimmt gar nicht. Ja, vor allen Dingen die Enten müssen wir lieb haben. Denn da müssen wir mal echt verkaufen, ne? Wegen Futter und so. Das ist ja schwachsinnig. Die machen uns ja nur den Stall voll, ne? Oder wollen wir eine braune Bertha verkaufen? Wir brauchen die Eier für die Mayonnaise. Die Mayonnaise... Ich weiß. Die rettet uns momentan echt den Arsch. Ach, Menno. Ach, Menno. Ja, ist so. Ich
habe ja jetzt die Saatgutmaschine, ne? Ja. Die Saatgutmaschine. Ui. So. Plop. Guck mal, ich hatte doch da wunderschöne Tüften oder sowas. Oder hier, wie hießen die? Die Rüben. Was könnte man denn jetzt mal in die Saatgutmaschine machen? Sommersaat. Weil wir haben Sommer. Ach ja. Guck mal, wir könnten zum Beispiel aus einer Kokosnuss. Ja. Aber das ist ja Schwachsinn. Das kann man ja hier nicht anpflanzen. Ach ja, was könnte man denn für Saatgut machen? Ich meine, ich frage für einen Freund. Herbstsaat oder Wintersaat schon mal. Dazu brauchst du Pastinaken, glaube ich, ne? Die haben wir ja. Rhabarber lohnt sich am meisten. Siehst du, auf diese Frage ist eine tolle Antwort gekommen. Das finde ich nämlich auch. Wo ist denn der? Da, Rübe. Da, Rhabarber. In Gold. Nehmen wir mal mit. Melone habe ich leider gerade keine da. Aber da kann man immer nur eine reintun, oder was? Oh, das ist aber auch bedauerlich, ne? Da kommt da jetzt eine Rhabarbersaat raus. Okay. Geht aber schnell, okay. Oh! Das geht ja so schnell. Warum sagst du das nicht? Oh, wie geil. Ja. Warte. Hast du jetzt selber aufgeräumt? Was habe ich selber aufgeräumt? Guck mal, du kriegst aus einem Rhabarber, kriegst du dreimal Saat. Das ist aber geil, oder? Ja. Das finde ich aber cool. Ah, ne, vier? Hä, jetzt habe ich nur vier. Wieso das? Hä? Haben wir noch die blaue Frucht? Die blaue Frucht. Ach, bei den goldenen ist das nur manchmal. Okay, warte mal, die blaue Frucht. Die da. Blaubeere. Oder welche meinst du? Blaubeere meinst du nicht. Definitiv nicht. Heiko, bitte erklären. Ich brauche eine Erklärung. Deinerseits. Thunfischpizza mit Pfefferminztee. Oh je. Hat sie aus Versehen getrunken. Sagt sie jetzt. Oh, tipptopp, das kommt aber, die Antwort kommt aber nicht korrekt. Da hättest du mit mir gemacht, hättest du dich entschuldigen müssen. So, die ist teuer. Meinst du, die uralte Frucht, die kannst du nicht in die Saatgutmaschine packen? Also ich habe jetzt aus 7 Rhabarber, habe ich jetzt schon, warte, jetzt habe ich schon 17 gemacht. Okay. Das ist gut. Ja, liebe Grit, wir werden jetzt auch gleich beenden. Deswegen habe ich den Tag jetzt heute so durchlaufen lassen. Damit er tatsächlich schnell rumgeht. 19. Komm, das ist cool, oder? Ja. Ja, ja.
Liebe Grit, ich wünsche dir auch genauso. Was war das denn jetzt? Ja. Warum hast du jetzt Geld ausgegeben? Hab ich gar nicht. Wir haben eben Geld weggekriegt. Nein, wir haben welches bekommen. Warum? Ich habe meinen Gutschein von 500 Goldtaler noch nicht eingelöst. Frechheit. Kannst du mal bitte mit, Na? Dünger. Ins Getreidehaus kommen? Ins Gewächshaus kommen, ja, genau. Und eine Gießkanne habe ich selbst. Dünger, Herbstdünger. 16 Echt? Stück haben wir noch. 16 ja, Dünger. Das ist gut, das reicht. Huch, hier kommt 19. So, warte mal, dann kann ich nochmal hier ganz fix. Oh, Dattel auf Anhieb. Klopf. Guck mal. Schön, ne? Ja, was ist das jetzt eigentlich? Das ist Rhabarber, den ich gerade gemacht habe. Okay. Das hier ist diese besondere Frucht, diese hier. Okay. Die hier in der Ecke ist. Ich habe keins mehr aus. Alle. Ja, dann ist es so. Ich habe jetzt auch, guck mal, es ist 20 Uhr. Es ist 22 Uhr im Stream. Also bis zum nächsten Stream wäre es nett, wenn ihr wisst, ob die besondere Frucht dupliziert werden kann. Ach, jetzt habe ich da in den Dingsgestell gegossen. Das wäre schon toll, wenn wir das bis dahin wüssten. Wo bist du denn, Schatzilein? Willkommen. Ich habe das alles gegossen, ne? Ja, okay, das ist lieb von dir. Das wäre echt toll, wenn wir das wüssten. Bis zum nächsten Mal. Mein Inventar ist leer. Wir gehen jetzt schlafen. Schläfst du heute bei mir, auch wenn meine Bude noch nicht fertig ist? Okay. Und dann gucken wir mal, was der Ertrag von dem letzten Arbeitstag geblieben ist. Guck mal, jetzt schläft die Katze im Kinderzimmer, so wie sich das gehört. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Schatz. Und der Hund bleibt auf. Okay, letztes Mal haben wir jetzt nicht so wirklich viel verdient, ne? Ja, wieso gut, aber nicht? Die sind auch nicht zu verachten. Also, ich meine, jeder Cent zählt tatsächlich. Aber wir haben nur dreimal Mayonnaise. Ja. Haben wir nicht mehr gemacht? Nee. Waren da nicht mehr Eier? Doch, ich hab das ja alles aufgesetzt. Vielleicht war das noch am Machen, ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht ja, sind die auch in der Kiste dran. Genau, dann werden wir das beim nächsten Mal machen. Genau. Also, die seltene Saat kann man nicht... Die seltene Saat... Oh, komm, aufstehen, Schatz. Schatz. Ja, Schatz. Nix Langschläfer, komm. Arbeit ruft. Nein, wir werden natürlich jetzt nicht arbeiten, aber wir gehen mal raus gucken, wie es ausschaut. Oh, also, das nächste Mal, wie du siehst, haben wir große Ernte. Oh, also schön. Richtig große Ernte. Ich halte mal die Zeit an. Das zählt ja jetzt sowieso nicht alles. Okay. Ja. Ihr Lieben, das war's eigentlich schon für heute. Wir sind tatsächlich durch.